und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, eure Nada. Heute reden wir über zwei Themen. Thema Nummer 1, wie es heute bei mir aussieht, also wie es in letzter Zeit so bei mir lief. Und Thema Nummer 2, über halt ein paar von meinen Freunden, beziehungsweise mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe und diese Unterstellungen, die mir unterstellt werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem Video. So, und zwar, der September war bei mir totale Katastrophe, Horrorwoche. Aus dem Grund, ich hatte viel zu tun, Abgaben, Referat, Klausuren und dann hatte ich noch einen Todesfall mitten in der Woche mitbekommen, da war ich ein bisschen down. Muss ich auch ehrlich sagen, da hatte ich auch deswegen auch Probleme beim Pennen. Das hat mich halt richtig runtergezogen. Nur ich will jetzt nicht drüber reden. Noch jemanden von der Familie, der ins Krankenhaus gehen musste, also die Woche hat mich sonst schon genommen, wenn man es so schön auf Deutsch sagen kann oder sagen darf. Ja, aber weswegen ich noch eigentlich mit euch reden wollte, ist, es frustriert mich natürlich, dass ich nichts für euch machen kann und soll ich sagen, es ärgert mich halt, dass ich weder Videos machen kann oder ab und zu halt, ihr seht mich halt dann abends covern. Es ist halt anstrengend. Ich habe schon auch von ein paar von euch die Nachricht bekommen, ja, macht doch mal eine Pause oder lasst es gut sein. Aber ich will keine Pause machen aus dem Grund, ich will für euch da sein. Ich will euch halt glücklich machen. Es macht mir halt Spaß, Videos zu drehen, zu singen. Ich singe mit Herz für euch. Ich tue es auch wirklich ordentlich gern für euch. Und deswegen ist es mir halt nicht egal oder ich will halt deswegen keine Pause machen. Weil ich will wirklich für euch für die guten und schlechten Zeiten da sein. Ja. Und deswegen, dann seht ihr mich halt, klar, ich penne halt dann meistens dann entweder nicht oder ihr seht mich halt abends lange wach bleiben und dann tagsüber lange pennen, also in der Ferien natürlich. Schulzeit ist es manchmal so, dass ich ungeschlafen zur Schule gehe. Ja, und dann Kaffee trinke oder Energy und dann tun mir meine Klassenkameraden leid, weil es dann heißt, boah, nee, die ist schon wieder so motiviert bis zum geht nicht mehr. Und meine nächsten Videos werden dann eventuell zwei Covers sein. Das erste wird Tagged sein von Melanie Martinez. Ich liebe das Vibe, also ihre Lieder. Und das, was sie alles macht, ist einfach nur kreativ und awesome. Also ich empfehle euch mal komplett die Crybaby EP Edition da zu hören. Oder halt die Musikvideo zu sehen. Und das zweite wird Spooky Scary Skeleton sein. Das wird ein Halloween Edition sein. Also ich halte euch am Laufen. Schaut einfach bei mir auf Instagram oder Snapchat vorbei. Dann wisst ihr, was ich alles mache. Dann seid ihr up to date. Thema Nummer 2. Und zwar, ich habe so ziemlich in den letzten Wochen, beziehungsweise auch Monaten, mit ein paar Leuten Kontakt abgebrochen. Selbst mit den Leuten, denen ich sogar 6 Jahre Kontakt hatte, was ich eigentlich richtig schade finde. Also 6 Jahre ist schon viel. Aber okay, wenn die Person meint, mich so dumm von der Seite anzumachen, dann ist es halt so, dass ich dann sage, okay, wenn du meinst, dann bitte, dann lösch mich, block mich oder ich tue dann halt die Person entfernen, aber dann komme ich nochmal bei mir an. Aus dem Grund, ja, wie soll ich sagen, wie würdet ihr euch fühlen, wenn auf einmal irgendjemand von deinen Freunden da ankommt und meint, ja, ich konnte dich eh nicht mehr leiden, seitdem du jetzt auf einmal YouTube machst, denkst du jetzt voll, du wärst die Queen. Ja, oder dann gibt es sowas wie zum Beispiel den einen, den ich seit 6 Jahren kenne, der kennt mich eigentlich sehr gut, nur weil ich auf einmal mehr Followers als er hatte. Ja, die sind mittlerweile gestiegen. Ich will jetzt nicht hier die Zahl sagen, weil es dann heißt, ich bin ja zu abgehoben. Mhm. Es ist halt so, dass er dann auf einmal zu mir meinte, ja, wie kommst du, dass du überhaupt so viele Followers hast? Kann doch nicht sein. Und was ist an dir so besonders? Pff, keine Ahnung, frag meine Followers. Und dann hat er auf einmal dann mir unterstellt, dass ich meine kaufe. Okay, jetzt frage ich euch, mit welchem Geld? Wenn ich Geld habe, tue ich es wirklich für Essen verschwenden, gutes Essen, für Make-up und für Kleidungen. Und dann, wenn ich dann meinen Kontostand sehe, dann ist da nicht Geld für
Ja, meine Abonnenten, meine Follower sind gesunken. Wie wär's? Ich kaufe mir ein paar. Was bringen mir inaktive Abonnenten? Dann habe ich irgendeine Zahl da stehen, aber die sind halt tot. Oder da kommt nichts von denen. Was bringt es mir? Sag es mir mal. Meine Leute, so schwer ist es nicht. Ihr kauft euch eine Kamera. Leute, es ist nicht schwer. Ihr stellt euch eine Kamera oder benutzt halt euer Handy und nehmt euch auf und erzählt, was ich meine. Das ist kein Talent. Ich meine, jeder kann das machen. Wirklich jeder. Sogar ein kleines Kind. Nur, dass ein kleines Kind dann da sagt und dann alle so, oh mein Gott, wie süß. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dann das andere Krasse, was ich so richtig krass fand, war auch ein guter Freund, wo ich mir denke, okay, wir haben eine Zeit lang geschrieben gehabt und dann haben wir aufgehört zu schreiben, aus dem Grund, ihr kennt es, ihr schreibt und ständig tut ihr euch melden und irgendwann mal denkt ihr euch dann, warum tue ich mich melden, wenn die Person keinen Bock auf mich hat, dann lasse ich es einfach. Okay, ich habe es gelassen, weil ich dann auch keinen Bock mehr darauf hatte. Ich meine, klar, du fragst ja, wie geht's? Ja, keine Zeit. Du hast allgemein keine Zeit. Du nimmst dir die Zeit für deine Leute. Das versuche ich ja auch, auch wenn es schwer ist. Ich versuche, irgendwas da freizuschaufeln. Auf jeden Fall, dann hatte ich auf Snapchat halt meinen Gesang reingeladen. Dann kommt er von der Ecke an. Boah, Mädel, hör mal auf damit, ganz ehrlich. Du kannst nicht singen und lass es gut sein. Und dann denke ich mir so, hä, hast du mir nicht vor ein paar Monaten was anderes gesagt? Also, falsch wissen geht nicht mehr. Ich habe dann halt daraufhin gemeint gehabt, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann tu mich doch einfach entfernen. Weil es gibt Leute, die feiern meinen Gesang. Also, ganz ehrlich, haters gonna hate, potatoes gonna potate. Okay, Leute, das war's heute mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, liked. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann disliked von mir aus. Jo. Viel Spaß und passt auf euch auf. Denkt dran, haters gonna hate, potatoes gonna potate. Bye! Ich werde das dann später da irgendwie so einblenden. Den habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Ich habe Spritze bekommen und jetzt kommt das alles. Ich würde gegen Krippe gehen. Andere würden sagen, du bist die Krippe. Mhm. Okay, ja. Wo soll ich anfangen? Der Monat war einfach kacke. Ich meine, es war wirklich kacke. Hi. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.